Moin und willkommen bei Gesundheit, der Vlog mit der CMCM. Mein Name ist Isabel Galliano und als Gesundheitscoach helfe ich Leuten, mehr gesund zu leben. Das heißt, ich gebe Kurse an gesunder Ernährung, besser schlafen, besser mit Stress umzugehen und noch an Bewegung. Ich bin noch Yoga-Prof. Thema von diesem Vlog als gesunde Ernährung. Und ich wollte euch fünf von meinen Grundregeln von einer gesunden Ernährung. Mein allererster Konsell wäre, so viel wie möglich gemeinsam Obst zu essen. Obst ist ganz wichtig, aber gemeinsam ist noch mehr wichtig. Probiert wirklich, so viel wie möglich gemäß von allen Sorten und allen Farben zu essen. Wenn das nächste Mal an die Boutique geht, dann denkt an euren Caddy mit wirklich viel Obst und Gemüse zu füllen. Und zwar mit weißen Sachen, gel, orange, rot, grün, mauve und alle Farben ein bisschen. Und wenn die Farbe mit dunkel ist, wird besser. Ein paar Ideen für mehr Gemüse und Obst zu essen, als zum Beispiel Mäus. Wenn ihr ein Omelette gerne habt, dann könnt ihr ein Omelette mit Knoblauch und innen kochen. Spinat, Champignons, Tomaten, was auch immer ihr gerne habt für Gemüse. Wenn ihr Mäus zum Beispiel gerne ein Schmier macht, dann ist ein paar Mutten dabei oder Konkombe, Avocado. Wenn es für euch gut nicht geht, für Mäus Gemüse zu essen, dann man es ein Stück Obst. Mein zweiter Konsell wäre, die richtige Maß für Proteine zu essen und auch viel verschiedene Proteine zu essen. Wenn ihr von Proteinen schwätzt, dann denkt ihr ganz oft an Fleisch, an Poulet, an Fisch und Eier. Wir vergessen nicht auch pflanzliche Proteine zu essen, wie Linsen, Bohnen, Nüsse und Kernen. Das ist auch ganz gesund. Wir brauchen nicht all das Fleisch. Aber wenn das Fleisch ist, dann evitiert Sachen wie Salami, Ham, Zosissen, Rotfleisch soll man auch nicht all da und auch nicht all große Quantitäten essen. Und dann drittens, Kohlenhydrate brauchen wir auch, aber da muss man auch aufpassen, dass das die richtigen sind. Am besten isst man da nicht mehr Vollkornsachen, wie zum Beispiel Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln. Probiert so man wie möglich Weißsachen zu essen, wie Weißbrot, weiße Reis, Weißnudeln. Und da kommen wir auch schon bei meinem vierten Punkt, und zwar Zucker. Probiert so man wie möglich Zucker zu essen. Aber wenn man von Zucker schwätzen, denkt man ganz oft an weißen Zucker, an Kichelscher, an Kuchen, an Süßigkeiten. Natürlich schon die Sachen ganz viel Zucker. Wir vergessen nicht, dass ganz viele Produkte, die man in einer Verpackung kaufen, auch viel Zucker holen. Und da ging ich euch rekommandieren, geht mal an der Küche, macht ihr Schiff ab, macht ihr Frigo ab und holt mal die Verpackungen raus, die da hat. Und liest die Liste der Ingredienten. Was die Lust mehr lang ist, was nicht mehr kompliziert wieder sind, was nicht wieder sind, die da wahrscheinlich mal nicht versteht, was das Risiko mehr groß sind, dass es nicht gesund ist für euch, dass es nicht etwas ist, was wir sollen all da essen und auch nicht all da reisen kann. Die letzte Chance, den ich wollte mal auf den Weg gehen, ist so viel wie möglich Variationen in ihrem Essen zu haben. Das heißt, ihr so viel wie möglich verschiedene Sachen. Probiert nicht, gewünscht zu haben, und immer nehmen dasselbe Stück Obst zu essen oder dasselbe Gemüse, dasselbe Stück Fleisch. Wir probieren doch neue Sachen. Kauft euch mal einen Fisch, wenn ihr nicht probiert tut, ein Obst, wenn ihr nicht probiert tut, ein Gemüse, wenn ihr noch nicht kennt. Probiert neue Rezepte aus. Wenn wir als Körper mehr verschiedene Ernährungsstoffe gehen, wird besser. Ich hoffe, natürlich gefallen. Die hat es gelehrt. Bleibt gesund. Und bis hoffentlich geschwind.